Willkommen zurück. Die Amerikaner stehen auf XXL. Hier gibt es alles in extra large. Muskeln, Softdrinks, Autos, Wolkenkratzer. Alles ist hier eine Spur größer. Das gilt übrigens auch für Haustiere. Darf ich vorstellen, Zeus, der größte Hund der Welt. Auf der Suche nach dem größten Hund der Welt landen wir im mittleren Westen der USA. In Michigan, 3 Autostunden von Chicago entfernt. An einer Raststätte machen wir uns noch mal klar, was uns da gleich erwarten wird. Ein Hund so groß wie ein kleines Pferd. Wie lebt man mit so einem Riesenviech? Die Antwort darauf gibt es in der Kleinstadt Otsego, im Haus der Familie Dorleck. Zeus lives here. Ja, Zeus lebt hier. Komm doch rein. Und dann läuft er uns plötzlich über den Weg. Zeus, der größte Hund der Welt. So gigantisch, dass er sein Wasser nicht aus einer Schüssel, sondern direkt aus dem Wasserhahn trinkt. Zeus ist eine deutsche Dogge. 1,12 Meter groß, gemessen von der Schulter bis zur Pfote. Das ist offizieller Weltrekord. Herrchen Kevin und Frauchen Denise Dorleck haben Zeus vor 4 Jahren von einem Züchter bekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Zeus ein kleiner Welpe war und ich ihn auf den Arm nehmen konnte. Er war eigentlich ein ganz normaler kleiner Hund. Aber dann wuchs er ganz schnell. Wir konnten richtig beobachten, wie die Beine immer länger wurden. Fast jeden Morgen sind wir aufgewacht, haben ihn in seinem Hundebett gesehen und gesagt, der ist doch schon wieder gewachsen. Zeus ist inzwischen voll ausgewachsen und mit seinen 112 cm gut 20 cm größer als eine Durchschnittsdogge. Er wiegt 75 Kilo und frisst mehr oder weniger den ganzen Tag lang, auch wenn man es ihm nicht ansieht. Zeus war schon immer sehr dünn. Durch seine enorme Größe verbraucht er jeden Tag so viel Energie, dass ihm normales Hundefutter alleine nicht reicht. Damit er nicht vom Fleisch fällt, mischen Denise und Kevin dem Trockenfutter ganz normales Essen bei. 3 Kilo pro Tag. Kostenpunkt über 200 Euro im Monat. Wir geben ihm ständig Essen. Wenn wir sehen, dass eine Schüssel leer ist, füllen wir sie wieder auf. Er isst einfach mit, was wir auch essen. Das ist manchmal Hähnchen, so wie heute, oder Steak, oder Hamburger. Er mag auch Rühreier sehr gerne und Rinderbrühe und sogar Hüttenkäse. Der Megahund kommt mit den anderen beiden Hunden der Familie gut zurecht. Der Größenunterschied scheint die Vierbeiner nicht zu stören. Und auch Zeus selber ist sich seiner Größe oft nicht bewusst. Ich bin 1,80 Meter, die perfekte Größe, um von Zeus Schwanzwedeln getroffen zu werden. Da muss ich bestimmte Körperregionen beim Spielen schon abdecken, denn wenn er trifft, dann legt es einen glatt um. Doggen wie Zeus sind die größte europäische Hunderasse. Doch auch auf den anderen Kontinenten gibt es Riesenhunde. Der Warbel in Afrika wird bis zu 70 cm groß. Der tibetanische Doki aus Asien 76 cm. Der Malamute aus Alaska ist mit bis zu 89 cm der größte amerikanische Hund. Und in Australien gibt es den Labradoodle, der bis zu 78 cm groß wird. Warum ausgerechnet Zeus größer ist als alle anderen Hunde, weiß niemand. Er ist eben ein bisschen ein Freak. Wenn auch ein ganz sanfter. Denn am liebsten macht Zeus das, was andere Vierbeiner auch gut können. Sich ausruhen. Er kommt gerne in unser Schlafzimmer, legt sich aufs Bett und schaut aus dem Fenster. Das macht er stundenlang. Einfach beobachten, was draußen vor sich geht. Manchmal komme ich aus der Arbeit und er ist immer noch auf dem Bett. Keine Ahnung, ob er da den ganzen Tag bleibt, aber es ist gut möglich. Hat man genug Platz, sind Riesenhunde wie Zeus tolle Haustiere. Mit einer Einschränkung. Doggen sind besonders krankheitsanfällig. Ihre Lebenserwartung liegt bei nur 7 Jahren, halb so viel wie bei anderen Hunderassen. Die Tierpflege ist enorm wichtig und bei Zeus muss da die ganze Familie ran.
Er wird schon ziemlich nervös, wenn wir ihn waschen oder bürsten. Da muss dann die ganze Familie helfen. Einer hält ihn, einer lenkt ihn ab und einer kümmert sich um ihn. Heute steht der monatliche Tierarztbesuch an. Kurz nach seinem ersten Geburtstag war Zeus bereits ausgewachsen. Die Familie musste ihren Kleinwagen verkaufen und hat seitdem einen Minivan. Die hintere Sitzreihe ist ausgebaut. Das hier ist Zeus Reich. Denn der Hund ist gern unterwegs. Was Frauchen und Herrchen machen, will er auch machen. Nur der Tierarztbesuch nervt. Dabei sind diese Routineuntersuchungen geradezu lebensnotwendig. Die Tierärztin möchte, dass Zeus sein Gewicht zwischen 70 und 80 Kilogramm hält. Zu dünn ist schlecht für den Stoffwechsel. Doch wird Zeus zu schwer, machen ihm seine Gelenke zu schaffen. Das ist das größte Problem solcher Riesenhunde. Wie können die dünnen Beine so viel Gewicht aushalten? Je mehr Zeus wiegt, desto schwerer wird es für seine Knochen und Gelenke, das Gewicht zu halten. Er hat ja jetzt schon ziemlich wackelige Hinterbeine. Es kann sein, dass das so bleibt und gut kontrolliert werden kann. Es kann aber auch schlimmer werden. Die Ernährung ist ganz besonders wichtig. Ich empfehle der Familie da Nahrungsergänzungsmittel, die zum Knochenschutz und zum Gelenkaufbau mit beitragen. Das wird Zeus in der Zukunft am allermeisten helfen. Noch ist Zeus so aktiv wie jeder andere vierjährige Hund. Zum Entzücken aller, die ihn bei einem seiner Spaziergänge in der Kleinstadt antreffen. Aber ist es nicht gefährlich, mit einem Riesenhund Gassi zu gehen? Schließlich hat Zeus auch eine Menge Kraft. Er ist ein sanfter Riese. Man muss sich mit ihm überhaupt keine Sorgen machen. Er hat auch noch nie jemanden angeknurrt. Wenn er bellt, dann ist es ein freundliches Bellen. Er ist so ein gutartiger Hund und deshalb nehmen wir ihn auch problemlos ins Krankenhaus mit. Jede Woche bringen Denise und Kevin die Riesendogge ins Kreiskrankenhaus. Denn Zeus hat auch noch einen Job. Er arbeitet als Therapiehund, der Langzeitpatienten beim Gesundwerden hilft. Vor allem Kinder wie Michael, der hier seit mehreren Wochen mit einer schweren Blinddarmentzündung liegt. Er ist so ein süßer Hund. Ich meine, manche Kinder sind auf unbestimmte Zeit hier drinnen, mit Krebs oder so. Und wenn Zeus vorbeikommt, dann ist das ein ganz besonderer Moment für uns. Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Interaktion mit Hunden hilft, Aggressionen und Ängste abzubauen. Und wenn der Therapiehund, ganz nebenbei, auch noch der größte Hund der Welt ist, kann sich niemand ein Lächeln verkneifen. Zeus ist begnadet, da bin ich mir sicher. Dass wir hier zusammen mit ihm dafür sorgen können, dass die Patienten ihr Leid für ein paar Stunden vergessen, das ist sozusagen seine Berufung. Zeus, der größte Hund der Welt aus Michigan. Das war sie. Die Geschichte hinter dem Bild.